Ja, heute ist die Stunde der Wahrheit. Ich verrate euch mal ein Geheimnis. Ich liebe Cabrios, aber so richtig. Jedes Mal, wenn ich mich allerdings vor meinem inneren Auge in einem Cabrio sehe, fühle ich mich wie bei der Typ in The Office, wie er in seinem Chrysler ankommt und sagt, hey, it's Britney. Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Anti-The Office Review von Jesse oder ein ja, sehr gut angezogenes Review von mir. Abonniert den Kanal, dann sehen wir uns morgen. Und was machen wir heute mit dem CLE Cabrio? Ich freue mich, wir haben es nämlich richtig früh hier auf dem Kanal. Fahren dürfen wir leider nicht, es ist in einer unfassbar schönen Location. Wir sprechen über die Optik, offen, geschlossen. Wir sprechen über den Innenraum, über den neigbaren Display, über den Kofferraum da drin, über alles, was ich weiß. Habt da Bock auf die volle Portion der Car Crash Review Review? Dann kommt mit in den Wind. Ja, ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich mit voller San Sebastian, unglaubliche Location-Liebe über unseren Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Ja, die vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern, suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Was ich besser kann als surfen, ist Cabrio fahren und über die Historie und übers Wettbewerbsumfeld vom CLE Cabrio sprechen. Erstmal, der CLE ist ein bisschen so wie der CLK damals, den gibt es allerdings seit 2010 nicht mehr. Zwei Generationen gab es davon und dann 2022 kam ja die neue C-Klasse auf den Markt und 2023 die neue E-Klasse. Die haben allerdings kein Cabrio bekommen, kein Coupé und hier steht es jetzt. Und auch die S-Klasse hat ja kein Cabrio mehr, also muss dieses Auto ganz viel vereinen. Warum? Der Chef von Mercedes, der Kalenius, hat gesagt, ey, wir brauchen ein paar wenigere Modelle. Wir beschränken uns vielleicht auf die Modelle, die richtig gut funktionieren. Und jetzt gibt es ein neues Modell, dafür fallen andere wiederum weg. Das Auto steht auf der MRA2-Plattform, genauso wie die C-Klasse, genauso wie die E-Klasse. Der ist 16 cm länger als die C-Klasse, 1,5 cm länger als die E-Klasse, wird in Bremen gebaut, ist also ein ja, deutsches Produkt, kann man sagen. Und es wird wahrscheinlich Avantgarde-Line geben, die AMG-Line drauf und dazu das Night-Paket. AMG-Line haben wir jetzt hier. 10 Farben gibt es beim Coupé. Hier ist Graphit Grau Magno oder Schwarz Magno drauf. Schaut euch die Farbe gern mal von nahem an. Die ist mega hot. Wenn ihr über den CLE sprecht, seht ihr eine sehr lange Schnauze, zwei Power Domes da vorne, Shark Nose, Haifischnase hier, was Gutes. Kein beleuchteter Grill, Star Pattern da drin und dann habt ihr einen großen Mercedes-Stern da und es gibt serienmäßig dieses Auto mit einem Voll-LED-Licht. Hier ist allerdings das Digital Light drin. Ein Matrix-LED-Licht mit 1,3 Millionen Mikropixel oder Spiegel auf jeder Seite. Tolles Licht und die AMG-Line erkennt ihr hier unten. Kleine Durchbrechung für einen besseren CW-Wert. Hier nochmal kleine Sterne drin. Silberne Lippe da vorne. Ich würde sagen, dieses Auto mit diesem Tonka-Braun innen und mit diesem ja, matten Grauschwarz außen, wenn das noch das Night-Paket hätte, wäre es für mich die perfekte Konfi. Bei Mercedes hat man gesagt, ja, ist ein bisschen klassischer eigentlich. Ich finde es allerdings sehr gelungen, ehrlich gesagt. Und wenn wir jetzt in der Seite, sprechen wir mal über die Ausmaße. 4,58 Meter ist er lang, 1,86 breit, 1,43 hoch, hat 2,87 Meter Radstand und kurze Überhänge, langen Radstand. Das mögen natürlich die Designer, weil es einfach gut aussieht. Hier haben wir kein Dach drauf, also kein Blechdach. Das mögen Designer ehrlich gesagt gar nicht so gern. Nachteil, was Fahrwerkstechnik angeht beim Cabrio, ist eine Sache. Die Hinterachslenkung hier drauf, die gibt es im Cabrio nicht einfach, weil man den Bauraum im Kofferraum braucht. Dafür gibt es drei Fahrwerksoptionen. Das Komfortfahrwerk, also ein Stahlfahrwerk. Dann ein sportlicheres, ein bisschen härteres Fahrwerk. Und dann gibt es ein adaptives Verstellfahrwerk, was hier drin ist. Und das kommt
eigentlich dann im Technikpaket zusammen mit der Hinterachslenkung, hier allerdings eben ja dann nur das adaptive Verstellfahrwerk. Wenn man jetzt hier über die Felgen spricht, haben wir 18 bis 20 Zoll in der Größe drauf. Hier auch ein sehr schönes Felgenbett, die größte Felge, 20 Zoll, sehr schön. Mercedes steht nochmal richtig schön hier auf dem Bremssattel. Kein Plastik oder so um die Radläufe, kein Plastik hier im Schweller. Spiegelkappe in Wagenfarben, die Umrandung für die Fenster seht ihr hier jetzt in einem Silber und ihr müsst gar nicht so weit weglaufen. Hier oben habt ihr ein Windschott, das erste, hinten dann nochmal das zweite Windschott, was ihr ausfahren könnt. Und wenn man dann über die Antriebstechnik spricht, ist der Motor vorne. Es gibt das Auto wohl mit Hinterradantrieb, aber über eine Lamellenkupplung bekommt man die Kraft dann nach vorne. Es gibt also auch 4MATIC Allradantrieb. Und beim Coupé die Schokoladenseite für mich tatsächlich ist das Heck. Und beim Cabrio wirkt das natürlich auch sehr schön. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch der CLE gefällt, wie euch das Cabrio gefällt. Und Tank auf der Seite, ne? Schaut es euch gerne mal an, hier ist er. Und jetzt sprechen wir, würde ich sagen, ja noch über die Leuchten. Dreidimensionale Leuchte hier unten, kein Verbundlicht, sondern einfach nur ja, so ein, ich würde sagen, dunkelrotes Verbundelement. Sehr gelungen, sehr schön. Optional gibt es auch noch mit Begrüßungs- und Verabschiedungssignatur. Unten, was mir nicht gut gefällt, sind Fake-Auspuff-Endrohre. Dann haben wir hier einen schönen Diffusor auf der Seite. Sehr gut. Sprechen wir über den Kofferraum. Da sind wir beim Coupé, also der geschlossenen Variante. Kommt gerne mal näher, dass ihr das seht. Bei 420 Liter, da bekommt ihr 3 Golfbags rein. Hier sind es wahrscheinlich 2,5. Hier habt ihr dieses elektrische Teil, ne, was runterfährt. Unten ein bisschen was zum Putzen. Und hier auf der Seite könnt ihr dann ja, die Rückbänke umklappen. Ich zeige euch das mal schnell, wie das funktioniert. Einmal hier und dann mache ich es noch auf der anderen Seite. Jesse gibt alles bei den Witterungsbedingungen. So, und jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Kofferraum habt ihr gesehen, ich mache hier mal zu. Und ich würde sagen, geht nicht elektrisch. Wir schauen uns mal die Rückbank noch an. Erstmal beim CLE toll, weil der hat halt riesige Türen. Die hätte ich euch jetzt gern gezeigt. Jesse hat was anderes vor. So, guckt mal hier. Seht ihr auch, wie das von oben aussieht mit der Rückbank, wenn die umgeklappt ist. Hier ist dieses Tonka Braun drin, was toll ist. Und jetzt schaut mal. Schön beim Auto ist, dass der Sitz elektrisch nach vorne fährt. Und ich komme jetzt mal hier rein, Tür geht zu, sitze hier hinten drin, klassisches Cabrio-Wetter eben. Ich glaube, ich mache das Dach mal noch schnell zu, dann seht ihr das auch, weil wir können ja nass werden, aber das Auto natürlich nicht. So. Hallo Dach. Ja, es wird, glaube ich, eins der lustigeren Videos hier auf dem Kanal. Jetzt seht ihr den auf jeden Fall noch geschlossen. Was man ja immer wissen will. Ja, was man ja immer wissen will ist, wie schnell geht das? 20 Sekunden bis 60 km/h. Und jetzt sprechen wir über die Motoren. Ich weiß noch nicht ganz genau, welche Motoren es jetzt hier reinschaffen. Ich weiß, es gibt den 220 als Diesel. Der hat 197 PS, 200er Benziner gibt es beim Coupé. Der hat dann 204 PS. Es gibt auch den 300er, der hat dann ja, 254 PS. Gibt es dann optional. Also ist immer dann Allrad, der 200er gibt es optional mit Allrad und den 450er, das ist der Sechszylinder mit 381 PS. Spannend, hier ist übrigens der Sechszylinder drin. Spannend wird der Diesel sein aus meiner Sicht. Spannend allerdings auch ein Plug-in-Hybrid, der kommen soll. Es ist eine 53er Version wohl angedacht als AMG oder eine 63er Version. Schauen wir mal, was da reinkommt. Schauen wir mal, was wird.
Jesse ist jetzt nass, Stimmung ist natürlich scheiße, fahren dürfen wir nicht. Ich gehe mal rein, zeige euch den Innenraum, da gibt es ein Fazit, kommt mit. Ja, los geht's. Unglaublich schlimmes Wetter. Meine Frisur sieht auch ein bisschen aus wie die von Jack Nicholson. Aber egal, denn ich will euch den Innenraum zeigen und zuerst mal das Dach hier, wie es auf und zu geht. Warum will ich das zeigen? Ich weiß noch, als ich ein kleines Kind war, stand ich immer vor Cabrios, habe mir stundenlang angeguckt, wie die auf und zu gehen. Das hat mich einfach begeistert. Bin wirklich Cabrio-Fan. Was soll ich machen, ne? Tatsächlich, glaube ich, haben wir gerade ein Zeitfenster abgepasst, wo es ganz gut ist. Ich mache das Dach, glaube ich, mal wieder zu, dass ihr euch das auch noch mal anschauen könnt. 20 Sekunden habt ihr mitgestoppt. Ich hoffe doch mal. Zumachen ist, glaube ich, insofern einfach clever, weil es gleich wieder regnet, ist die Stimmung hier im Auto auch ein bisschen besser. Das Dach gibt es übrigens wohl in drei Farben. Das war rot, grau und eben schwarz. Das hat immer diese besondere Akustik. Es ist nämlich sehr leise hier drin. Was interessant war, bis eben, bis Jesse jetzt kam, hat man nämlich nichts gehört vom Wind hier drin. Also mehrlagig, sehr gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal den Schwenk vorbei an beiden etwa 12 Zoll großen Displays ohne Groll in die Tür. Wieder braun. Ihr habt eine Nackenheizung, sogenannten Air. Ihr habt eine Sitzkühlung, eine Sitzheizung hier drin. Diese Burmester-Anlage, Skateboard-Architektur vorne, gut gepolstert alles. Und ein bisschen zu viel Plastik für meinen Geschmack. Einstiegsleiste haben wir. Mercedes steht drauf, AMG steht hier. Handschuhfach. Ambientebeleuchtung in mehr Farben wohl als im Coupé und es zieht sich auch ein bisschen weiter nach hinten. Jesse zeigt euch jetzt einmal noch kurz bei geschlossenem Dach, wie der Sitz nach vorne fährt. Ich habe eine Sache vergessen, Jesse. Die muss ich noch zeigen. Die Windschutz. Dafür muss ich das Dach einfach nochmal runter machen. Willst du nicht erst die Rückbank zeigen, wenn ich so mit den Klappschutz nehme? Können wir machen, wenn du willst. Nee, ich mach's hin. Okay. Die Windschutz. Dafür habe ich hier ja extra Knöpfe. Also mache ich erstmal nochmal das Dach auf, damit ihr das drittes Mal seht in diesem Video. Und ich kann das Schiebedach gerade leider nicht bedienen. Und ihr schaut es euch vielleicht einfach an. So, und jetzt haben wir hinten einen Windschutz. Windschutz für Cabrio-Fans sind eigentlich mega wichtig, weil das macht es halt dann beim Cabrio-Fahren im Auto schön. So geht das hoch. Seht ihr das? Wie weit? Und dann kann man es auch wieder runterfahren. Und wenn ihr euch das angeschaut habt hinten, dann schaut es euch bitte einmal noch vorne an. Hier. Da funktioniert das nämlich auch. Das ist nämlich gut für die Abrisskante, dass hier die Luftverwirbelungen einfach besser sind. Das hat mich auch begeistert tatsächlich. So, jetzt kommt Jesse noch mal rein, bitte. Ist ein bisschen schwierig heute. Wir machen einmal noch die Rückbank, damit ihr die auch noch mal seht. Und dann sprechen wir hier innen über das vorne, weil da gibt es auch ein Highlight im Vergleich zum CLE, nämlich das Display. Sobald Jesse fertig ist, kommen wir vor. Sitz vielleicht noch kurz, Integralmuster, Integraldesign hier, sehr gut, AirScarf ist hier oben, ihr könnt das auch so verstellen, sehr gut, ne? Und jetzt schaut euch mal das Display von der Seite an. Beim Cabrio hat man ja oft das Problem, dass die Sonne anders steht und ihr könnt das hier verstellen, dieses Display. Ähnlich wie ihr das vom SL kennt, funktioniert das hier eben auch wirklich gut. Dann haben wir hier drunter die Fahrmodi. Ihr habt eine 360-Grad-Kamera, die man hier sieht. Sobald die Tür zu ist, kann man das dann noch ein bisschen besser zeigen. Alles zum Auto ist dann hier. Und jetzt zeige ich euch mal hier induktive Ladeschale fürs Handy vorne drin. Bisschen fitzelig da dran zu kommen. So sieht da aus der Schlüssel. Hier hat man einen Becherhalter vorne drin. Wenn man so drauf pusht, fährt der so raus. Ihr könnt allerdings hier auch ganz leicht aufräumen. Alles fürs Dach. Windschutz ist in der Mitte. Kleines Fach hier, USB-C-Stecker und jetzt kommt sie rein, Jesse. Und an der Stelle heißt es für mich mal Danke sagen, weil das wird nicht jeder mitmachen hier. Bei dem Wetter filmen, sich so ins Internet stellen. Aber bei dir sieht es gut aus, bei mir nicht. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Wie gefällt dir das Cabrio? Die Linie geht ein bisschen verloren vom Coupé, aber sonst finde ich es richtig schick. Ja gut, das ist immer so beim Cabrio, aber es hat ja auch Vorteile hier. So, jetzt zeige ich euch mal Lenkrad hier, wie man es verstellen kann. Natürlich elektrisch.
Hier sind, ist der Gangwahlhebel, dann haben wir für die Neungangautomatik hier die Schaltpedal. Und jetzt wird spannend, denn ihr habt nicht nur hier unten in dem Display die Möglichkeit, alles zu verstellen. Da könnt ihr auch eigentlich gern mal in eins unserer Reviews reinschauen zum Coupé. Da seht ihr das auch. Ehrlich gesagt ist es aber auch bei E- und S-Klasse ähnlich. Ne? Ihr könnt allerdings auch oben das Head-Up-Display verstellen. Dafür hätte ich euch jetzt geraten, eigentlich noch mal kurz unten zu bleiben. Aber ihr könnt es natürlich auch dann oben einfach direkt anschauen. Und zwar jetzt, wie man die unterschiedlichen Ansichten da hat. Dann ist auf der Seite am Lenkrad, was unleicht abgeflacht ist und hier eine Perforierung hat, ein Abstandsregeltempomat. Und hier kann man das MBUX der neuesten Generation steuern. Jessie, wichtige Frage. Brauchst du, wo bist du hin? Machen wir hier mal die Sitzkühlung aus. Ja, AirScarf könntest du mal anmachen und dann sagen, wie du den findest. Ja, wenn du es noch filmst, dann würden es die Leute auch sehen. Ich habe es gefilmt, mein Sitz ist gerade nach vorne gefahren, ist wohl auch ein Memory-Effekt hier drin. Ich hatte eigentlich eine Frage an dich. Ja. Brauchst du jetzt Angry Birds, Zoom-Calls, TikTok in einem Auto? Nö. Brauche ich nicht. Okay. Was Schönes. Entschuldigung, ein Zoom-Call finde ich eigentlich ganz praktisch. Tut mir leid. Was tut dir leid? Ja, dass ich unterbrochen habe. Ein Zoom-Call, den finde ich gut. Okay. Schau mal, hier ist der Strand, an dem du angefangen hast, surfen zu lernen hier. Das MBUX der dritten Generation finde ich mega gut. Hier geht es immer wieder zurück. Angry Bird schauen wir uns jetzt mal an, einfach weil es sehr besonders ist, dass es im Auto ist. Ich bräuchte das ehrlich gesagt nicht. Es ist eine lustige Spielerei. Ich glaube, die Kinder meiner Freunde würden das lieben, vielleicht auch ein Großteil meiner Freunde. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das funktioniert. Schreibt uns mal einfach in die Kommentare, würdet ihr Angry Birds im Auto mögen oder nicht? So funktioniert es. Da kommt er, der Vogel. So. Und jetzt bin ich natürlich Angry Bird Weltmeister und zeige euch mal, was es noch gibt. TikTok im Auto halte ich echt für überflüssig, weil, ehrlich gesagt, warum nicht? Eigentlich würde man das doch mit dem Handy benutzen. Ah, guck mal, mein Lieblingsfußballer, Neymar. Da registriert man sich. Ja, man wird das mit dem Handy nutzen. Was ich allerdings gar nicht so unpraktisch finde, ist Zoom. Weil wir müssen auch ständig in Zoom-Calls sein. Keiner hat da Bock drauf. Aber beim Autofahren wählt man sich da ein, einfach sagt, hey, ich war dabei im Zoom-Call. Einfach Meeting bestätigen. Und dann fährt man und die Leute denken, man passt auf. Vielleicht hört man dabei Musik oder so. Die Routinen erklärt euch Jessie. Okay. Also ihr könnt Routinen erstellen und damit quasi euren Alltag einfacher machen. Und ihr könnt jetzt hier eine Bedingung hinzufügen, zum Beispiel ja verschiedene Tage. Nehmen wir mal jeden Werktag und eine Uhrzeit einstellen, nämlich von 18.30 Uhr bis 19 Uhr beispielsweise. Und könnt dann hier eine Aktion hinzufügen. Das heißt, in dem Moment, wenn ich fertig bin nach der Arbeit, kann ich mir die Zielführung direkt nach Hause reinmachen als Beispiel. Nice. Ja. Kann ich ja sagen, wenn es regnet, machst Dach zu? Nee, leider nicht. Verschiedene Apps gibt es, wie zum Beispiel Spotify oder Wetter. Dazu gibt es einen App Store, den ihr benutzen könnt. Da könnt ihr verschiedene Apps immer wieder runterladen, aktualisieren zum Beispiel. Hier regnet es, gell? Wissen wir jetzt auch. Was wollte ich euch noch zeigen? Komfort ist interessant. Massagesitzfunktion hier. Das ist ein sehr luxuriöses Cabrio, ne? Hui. Merkst du das auch? Mhm. Ist nur bei mir an. Wiggelt mich hier weg und dann habe ich hier ganz verschiedene Farben. Mehrfarbig geht auch. Jessie mag das immer so wie in der S-Klasse hier drin. Das ist schon wirklich schick gemacht. Habe ich alles gezeigt? Ja, den AirScar finde ich übrigens sehr gut. Ich zeige euch mal noch die Kamera, jetzt wo das Auto steht, weil dafür muss ich glaube ich anmachen, weil das finde ich wirklich sehr gut gelöst. Schaut mal hier. Schön, oder? Ja, voll. Und hier mehr, schönes nicht schlecht. Bild, ja. Ich gehe mal wieder raus und hoffe, dass das Wetter stabil bleibt. Genau mein Humor, ein Cabrio-Review von einem niegelnagelneuen Mercedes-Modell in einer unglaublich tollen Location vorzustellen, aber in vollem strömenden Regen. Wir sehen beide aus wie so begossene Pudel. Jessie ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr als ich. Aber um es zu retten, San Sebastian, hier hat Jessie surfen gelernt. Ganz wichtig für sie, das war ihr Spot, wo sie gelernt hat, wie man surft, Weißwasserwellen oder so. Naja, aber darum geht es nicht. Eigentlich geht es ja hier um das Cabrio und weniger um uns. Und jetzt wird es sehr seriös bei uns, weil mir gefällt das sehr gut. Ich schwöre euch, ich
liebe Cabrios. Ich liebe Cabrio fahren. Ich würde mir wahrscheinlich so privat als Spaßauto immer nur ein Cabrio kaufen. Und deshalb bin ich froh um jedes Cabrio, das es gibt, und finde es schade, jedes Cabrio, was uns verlässt sozusagen. Ich finde allerdings, als Mann oder Mensch oder was auch immer in einem Cabrio, sieht man immer tatsächlich so ein bisschen aus wie der Typ von The Office, der ankommt und sagt, it's Britney, bitch, mit seinem Chrysler Voyager. Aber das passiert einem hier mit dem CLE Cabrio natürlich nicht, weil der ist unglaublich schön. Aber ich war jetzt auch Britney-mäßig, glaube ich, ein bisschen morphine unterwegs. Innentechnisch sehr modern, das Display wie im SL, mega Platz. Ein bisschen auf der Rückbank, Platz im Kofferraum ein bisschen. Wahrscheinlich eine große Auswahl an Motoren. Es wird einen kleinen Nachteil geben, dass die Allradlenkung da hinten nicht reinkommt. Ich finde wahrscheinlich den Diesel sehr spannend, einfach nur zum Cruisen. Sehr spannend kann auch der Plug-in-Hybrid sein, wenn er da drin Platz hat. Vielleicht allerdings auch nicht. Spannend ist natürlich, dass dann 6-Zylinder drin ist. Vielleicht gibt es ja noch eine AMG-Variante. Eine Sache wird sein der Preis. Jetzt wissen wir schon relativ genau, dass netto das Coupé bei knapp unter 50.000 Euro beginnt. Da kommt dann noch die Mehrwertsteuer dazu. Und der hier wird bestimmt teurer sein. Aber Fahrspaß, Cabrio-Gefühl, ein Auto, was man auch schließen kann, wenn es anfängt zu regnen. Mega. Ich bin Fan von dem. Tatsächlich, ich freue mich aufs Fahren. Vielleicht ist der Fahrberichter dann irgendwo, wo besseres Wetter ist. Hier seid ihr gelandet bei The Car Crash Review, dem Kanal, der für euch friert, der für euch nass wird, den ihr jetzt abonnieren müsst. Denn bei uns gibt es jeden Tag um 17 Uhr ein neues Review von Jesse oder mir. Bis morgen.